Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband mit dem Floris Mod. Ja, wir waren das letzte Mal hier beim König, aber haben noch keine. Er kennt uns noch nicht und hat uns deshalb noch keine Erlaubnis, ihnen zu helfen. erstattet und ja, dafür müssen wir anderen Leuten helfen. Hier haben wir zum Beispiel zwei. Hoffentlich etwas Gutes. Ich bin Graf Regas, Sohn von Graf Haringov. So, sprecht schon, wenn ihr etwas zu sagen habt, denn ich habe keine Zeit für eitles Geschwätz mit gewöhnlichen Glücksritten. Aufgabe? Okay. Und wie soll ich das machen? Erpressen. Angreifen. Ha. Weg mit dem Schild, ich will zwei Hand. Oh, schwer. Wir müssen denen jetzt folgen, oder was? Eingreift uns an, gut. Oh, ist das eine schwere Quest. Der macht mir Angst. One hit. Schaut euch mal diesen Schlitz an, der nicht zu sehen ist. Gnade, bitte tötet mich nicht. Ich hege einen Groll gegen euch, doch Graf Regas wünscht euren Tod. Vergib mir. falsche Stimme. Seid verdammt, mögt ihr die Hölle schmoren. Und jetzt? Two hit. Yay. Und der ist immer noch hier gut. Ja, mit Bramen hat sich verschlechtert, stimmt. Ich habe gehört, dass ihr diesen Palantius Manitzi verärgert, Eremus sieht verärgert aus, Nadia sieht verärgert. Das ist eine schlechte Quest gewesen. Also wenn sich jetzt jemand davon schleicht, dann lade ich neu. Aber so nicht. Ich sehe, dass ihr nicht davon scheut, euch die Hände schmutzig zu machen. Wahrlich, ein guter Charakterzug. Hier ist eure Belohnung. Vergesst nicht, Monika Basler. Wenn ihr mit mir gemeinsam zusammen Sache macht, werden beide Seiten lange Zeit profitieren. Also sollen wir ein bisschen... gutes Rollenspiel, also... Nein, er hat es schon lieb! Okay. Eine treue Schuhe leisten, ein Ehrenwort geben. Okay. haben wir gegen Vergier Krieg? Nur gegen Vergier? Dann sind die anderen fertig, oder was? Nun schlage ich vor, dass ihr euch für den nächsten Feldzug vorbereitet. Trainiert und wappnet euer Mann in der Zwischenzeit so gut wie möglich. Und meldet euch schnell zur Stelle, wenn ihr zum Dienst herbeigerufen werdet. Okay, ein Spion. Nein, das werde ich jetzt nicht machen. Ich will nicht schon wieder so eine negative Quest machen. So, Lösegeld haben also keine Leute. Reisender ist Buchhändler. Einer, der sagen kann, was, wenn wir jemanden brauchen. Naja, ist auch nicht so gut. Der Bogen ist zu teuer. Mist, wir haben ein Brot weniger. Schauen wir mal. Ja, es hat wirklich nur Kohl. Kohl und Kapis. Gut. Bei wem müssen wir uns melden? Eliva.
Und wo ist Eliva? Da. Das können wir aber gar nicht leider. Wann haben wir die Quest eigentlich angenommen? Von Matthias. Wir kommen doch nicht so schnell nach. Sollen wir zurückkehren für die Quest, weil Matthias ist schon wichtig, aber nein, es bringt nichts. Wir werden die Quest abgeben. Warum musstet ihr uns die kaltblütige Morde vertricksen, gnädige Dame? Als ich dachte, ihr würdet mich beschützen, habe ich nicht erwartet, dass ihr genauso handelt, wie es mein Dorfältester dazu tun werden. Einwand wurde zur Kenntnis. Nein, lass oben. Schlimm. Oh, meine Dame, hey. Ich wusste doch nur eine Quest machen. Gut, gehen wir nach Suno. Es ist gerade wahrscheinlich kein Kreuzzug. Okay, der... Die Marschall an Graf Consensio Rüs. Yes. Dann werde ich mal kurz fragen, wo der ist. Und folge ihm einfach. Anna. Delivian. So. Ja, dann verschlechtert sich halt. Also, ich habe behinderten Quests. Rüs Marschall. Da. Yarakar. Und wo ist Yarakar? Was ist es, Yarakar? Helmatuk. Das ist ein kleines Dörfchen, oder was? Die Suche nach Yarakar. Irgendwo. Da ist Yarakar. Okay. Von mir aus. Also Ries. Deserteure habt ihr hier im Land. Da ist es vielleicht. Ja, Ries. Dann lieber Ries. Ich möchte mal ein paar Quests für dich machen. Außerdem möchte ich hier mitkämpfen. Wir werden uns wieder treffen, Molikbase. Hä? Okay, was ist das für ein Anfang? Auftrag? Nix. Okay, folgen wem? Ha. Der hat nur 30, der andere nur 28. Okay. Mit Monte was möchte ich gerne mal. Kenne ich euch? Ich heiße. Ich brauche deine Hilfe nicht. Ja, genau. Du hast so wenig Truppen, wir können uns vereinen. Da hast du mehr Truppen. Habt ihr Aufgaben? Nein. Niemand hat Aufgaben für mich. Regas, hast du Aufgaben für mich? Auch nix. Und der König, den interessiert mich jetzt gerade nicht. So, ihr müsst, glaube ich, auf die andere Seite zu den Wergier gehen, wenn ihr im Krieg seid mit denen. Ich glaube, die KI ist nicht ganz so gut. So, jetzt ruft er sicher mich und dann bin ich nicht zur Stelle, weil ich genau vor ihm stehe. Okay, wir haben wieder Plus gemacht, sehr schön. Da hast du einen Auftrag für mich, König? Nö. Niemand braucht Aufgabe, sie sind einfach am Sterben langsam, die Süden. Okay, WG und Rodok, Handelsabkommen. Ich glaube, die haben irgendwelche Probleme. Okay, dann können sie um. Auch gut. Vielleicht machen sie jetzt irgendwas. Ja, und jetzt hat schon wieder einer verloren, ist gefangen.
Sie ist ein gewöhnlicher Bandit, genau wie ich, und sie hat kein Recht, mir zu befehlen, mich von ihr wegzuhalten, wie sie es gerade tat. Ah, der Shavi. Ja, das wird hier oben gar nicht geschrieben. Okay, der Shavi. Ich werde... Ich werde ihn mal ein bisschen unterstützen, weil sie darf ihnen ja nicht zu nahe kommen. Das will ich ja nicht. Ich will ja nicht, dass sie plötzlich ein Pärchen... Vielleicht ist es ein Liebesspiel. Und ich vereitle natürlich die Liebesspiele. Oh. Nein, sie sind böse. Sie sind feindlich gegeneinander. Aber eben, ich möchte nicht, dass er geht, weil er ist schon relativ oft... ja, halt der negative, also der schlimme Bub gewesen. Also die Wahrscheinlichkeit ist höher, einfach, dass er geht und nicht der Schane. Oh, schaut euch mal das an. Jepson mit seinen extremen Banditen. Da ist ein 35er, 29. Ja, genau, greif an. Ich greife an. Okay, er hat angegriffen, aber... Geht zum Schlachtfeld. Und los, angreifen. So, wo sind sie? Da vorne sind sie. Oh, der hat schon ein Pferd, das gepanzert ist. Cool. Lol, da ist sogar ein Reiter. Bei den Banditen. Bei Banditen kennt man eigentlich aus dem Originalspiel nur, dass sie keine Pferde haben. Ich will nur die Waffe, nicht das Schild. Wow, richtig gut. Die Waffe ist so richtig gut. Wie kann er blocken? Habt ihr das gesehen? Er ist immer noch am Angreifen gewesen. Kann er also blocken? Und wieso verliere ich so viel Schaden? Wieso bekomme ich so viel Schaden? Das ist nicht gerade gut. Ja genau, die schießen jetzt weiter. Mathilde Stufe 8, sehr schön. Ich hau ab. Ich habe nur noch ganz wenig Leben zu nehmen. Aber habt ihr das gesehen? Wie kann ein... Das Spiel ist irgendwie... Wie soll ich sagen? Das ist, glaube ich, am Hauptspiel gewesen, dass wenn man das Schild am Rausnehmen ist, schon geblockt wird. Und das sollte eigentlich nicht sein. Und vor allem in diesem Mod sollte das nicht sein. Da vorne ist noch einer. Ich kann ihn wahrscheinlich auch nicht mehr erwischen. Wir haben ihn getroffen. Cool, Armbrustschütze. 114 Meter Reichweite. Einen halben Kilometer. Zwei sind gestorben. Drei sind gestorben, okay. Natürlich keinen halben Kilometer, aber ich habe einfach so gerade an das gedacht. Oh, von 12 auf 16 mit Swadien. Und Rafat ist von 0 auf 4 aufgestiegen. Danke für eure Hilfe, Fremder. Wir wurden einander noch nicht angemessen vorgestellt, oder? Wie lautet euer Name? Mein Name lautet Monika Basler. Schön, euch zu sehen, Monika Basler. Ich bin Freiherr Rafat. Danke für eure Hilfe. Und ich hoffe, dass sich unsere Wege wieder kreuzen werden. Wow. Das haben wir alles. Die Leute, die gefangen wurden damals, haben wir jetzt hier. Ich nehme den Ayam mit. Die sind echt teuer. Ein Hus. Zwei Nord. Oh, die sind günstig. Huskar sind nämlich sehr gut. Die sind recht günstig. Die nehmen wir mit. Und ein Kergit-Ding, der kostet nur ein. Zerzerin haben wir genug. So, gefangen nehmen. Ja, okay. Wenn wir in der Stadt
Ding gehen. So, Armbrustschütze. Stedinger Hospital haben wir noch nicht, genau. Und hier, Azab. Kamat. Und die unten sind irgendwie immer so ein bisschen speziell. Ich nehme die oben. Und jetzt machen wir weiter. Wow. Ein Bogen 29. Der hat auch 29. Nicht schlecht. Dann nehmen wir gerne ein bisschen mehr mit. So, Hauptmann, ich habe versucht, mich zu erinnern, wo ich Palantius Rolf schon einmal gesehen habe. Ihr wisst schon, den, der sich ein Baron nennt. Als ich ihn während der letzten Gefechts in Aktion sah, fiel er mir plötzlich wieder ein. Er ist ein guter Kämpfer, aber auch brutal. Als ich noch in den Schluchten lebte, kämpften wir manchmal mit einem feindlichen Bande namens Blüte des Waldes, Hauptmann. Ich würde niemanden trauen, der seine Herkunft verbirgt und besonders nicht einen gewöhnlichen Banditen, der sich als Baron bezeichnet. Palantius Rolf. Ja, ich werde sie unterstützen. Und jetzt eigentlich diesmal ihn. Ja, ich werde ihn unterstützen. Egal, ich will einen Banditen dabei haben, weil er recht gut im... Ist er, glaube ich, im Wegfindung gut. Palantius Rolf. Nein, der ist wahrscheinlich im Krieg gut. Der ist recht gut in Führungskraft. Das bringt ihm aber nichts. Weil Anführer ist nicht... Er ist auch kein Inventarverwaltung. Bringt nichts, da ist der Krieger. Ja, ihn brauchen wir eigentlich nicht. So unbedingt, aber trotzdem. Schon wichtig. So, er ist Trader. Nicht Traitor, wie bei dem Half-Life 2 Mod da. Sondern TTT, glaube ich. Also. Ja, weiß nicht, wie der Mod genau heißt, ausgeschrieben. Ausgesagt. So ein Trade. Eigentlich schon Charisma, oder? Aber da können wir nicht. Ja, wir werden ihn sowieso nicht so zum Krieger machen. Dann bekommst du noch eine Arbeit. Schlagkraft. So. Ah, das bringt nicht viel. Charisma, Schlagkraft, Einhandwaffen und Bogenschießen. So. Ausrüstung. 19. Wir haben doch da ganz gute 28. Das wäre sogar für mich etwas. Dann sehen wir auch ein bisschen anständig aus. Und du bekommst dafür meine Kamlomotten anüber. Oh, schöne Rüstung, aber sehr schwach. Ja. Der hat ja kein Schild. Hm. So, Briten Scharfschützen. Sollen wir mal einen Briten? Ja, Briten. Du... bist gut im Kampf, hast gute Athletik, Darmstärke, Eisenschwarte diesmal und hier in Nahkampf. Sehr schön, du bist langsam gut, wir haben auch noch und hier, oh, sieht besser aus jetzt. So, lol, hier haben wir das Lager der Waldbanditen. Sollen wir es ausreichen? Eigentlich schon, oder? Wir machen... Was müssen wir eigentlich? Führungskraft. Charisma. Ja. Aber... wir gehen auf... Was müssen wir? Schild. Ja. Schild. Und hier Zweikampfwaffen. So, dann können wir nämlich ein
besseres Schild ausrüsten. So, wir bleiben hier. Inventar. Das können wir noch nicht. Okay, ja, dann müssen wir halt nochmals ein Schild machen. So. Gut, dann starten wir mal. Wir gehen direkt dort hinten. Aber wir haben wenig Lebensenergie. Lass uns mal schützen. Ja, das ist gut, wenn du nicht uns angreifst. Sehr schön. Da hinten bei der Höhle hat es noch einen. Ein bisschen nebendran. Der ist da oben, okay. Palantius Borcher, Stufe 5, sehr schön. Ah, da oben. So, und dem noch. Ich wollte blocken, aber ich habe ja kein Schild gerade dabei. Also schon dabei. Peng. Da ist noch einer. Lol, das sind zwei jetzt. Die sind wahrscheinlich aus der Höhle gekommen oder so. Aus der Höhle des Bösen. Jeremus ist bewusstlos. Habt ihr es gesehen? Ich habe zwei Angriffe abgewehrt irgendwie. Da sind noch zwei. Die anderen machen fast nichts. Ich muss alles killen. Oh, Bunduk. Sterbe bald. Sehr schön. Die Reichweite ist von der Waffe war ja mega gering. Okay, die haben jetzt noch drei. Bei mir ist nichts mehr. Gut, dann gehe ich dorthin. Aber der... Ja, der Rolf, der ist sehr gut. man sieht den Klassenunterschied wieder. Ja, Rolf, dafür hast du eine Belohnung verdient. Sehr schön. Ohne Rückzugsmöglichkeiten fallen die Banditen einen nach dem anderen eurem entschlossenen Angriff zum Opfer. Ihr Versteck und unrechtmäßige Besitztümer gehören nun euch. Sehr schön. Yes! 34, 36, auch zwei Einhellig, egal, Steppenpferd, endlich Esel weg, endlich diesen Esel weg, so, da hat man minus 5 Schaden ab, das ist wahrscheinlich schon vom Schaden abgezogen, und wollen wir mal einen Kurzbogen, nee. Und Handschuhe, die nichts bringen. Schade. Minus 56 Trefferpunkte, ja sicher. Ach Gott, ist kaputt. So, sehr schön. Yay, wir haben... Ah ja, wir haben ein paar Level-Upler. Die müssen wir noch Level-Up machen. Noch skillen. Du bist der... auch ein Krieger. Eisenschwarte, Rolf. Du musst noch ein bisschen zäher werden, weil du so extrem angreifst. Sehr schön. Und der Borscha auch, Level up. Der Borscha ist der Spurensucher. Dann bist du Intelligenz. So, sehr schön. Du auch. Ich möchte aber deine Ausrüstung noch ändern. 22, da haben wir sicher was besser. Ja, ein bisschen. Nimmst du die schwarze Rüstung? Das siehst du auch cool aus. Bist du noch einen Bogen? Hat nur schlechte Bögen. Nein, kannst du nicht benutzen. Hast du dann weniger Körperpanzerung?
Okay, dann nimmst du sie. Wenn es gar nicht ins Minus geht. Schild kannst du ja nicht tragen. Oder das untere Schild. Das haben wir gar nicht mitgenommen, genau. Weil es ja so negativ war. Wir haben nur hohe Schilde. Ja. Leider kannst du nichts anderes tragen. Gut, dann folgen wir noch ein bisschen. Oh, die Banditen sind abgehauen, haben das Banditen-Versteck alleine gelassen und sind dann, jetzt müssen sie ein neues bauen, die Armen. So, wir gehen mal kurz, wir speichern mal kurz, nein, ich beende, speichern als... Monika Basler. Wir müssen ab und zu auch dort speichern. Gut, also. Ja, die wollen wir nicht treffen. Ries, wann kann ich endlich mal etwas für dich machen? Bis zum Schlafen. Zeit. Part geht vorher rüber. Wir haben wenig zu tun. Ja, ich denke, sonst beenden wir jetzt dann gleich. Ich will nicht mehr als 30 Minuten Parts machen. Weil YouTube immer länger braucht für... Also viel länger braucht für 30 plus Parts. Ihr wollt nicht Tilbaut an... Oh. Okay, zwei vom Weg wurden besiegt. Ja, die belagen jetzt, aber wir können... Ja, wir können sogar Ding... So, die hauen ab, gut. Nein, kein Krieg. Ah, Delglanz, der wird... Ah, okay. Wo ist jetzt unser? Ist der drüben? Wo ist... Ah, da ist der Ries. Gut. Ja, ein bisschen haben wir noch. Was machen die jetzt? Jetzt haut. Ah, die sind dort im Schlacht. Die werden verlieren. Gegen die haben wir ja keine Chance. Das sind zwei. Das sind 260 Truppen. Und die helfen dem nicht. Wenn alle zusammen angreifen, würden wir noch gewinnen. So, also Sultanat hat Kanat Kergi den Krieg erklärt. Frechheit. Ja, schaut, wie die Zahlen runtergehen. 22 und dann kommt noch einer. Ja, ihr seid schlecht. Mir ist es Schnurz, wie er mich am Lagerfeuer nach einer Mahlzeit anstarrt, während er sich an den Zähnen pult. Ich glaube, ich erkenne ihn als meinen Tanken, als Bandit. Er ist simpel und ignorant. Ich will nicht mit solchem, einem solchen Volk reisen. Boah, ja. Boah, ist eigentlich der Krieger, oder? Ja. Ich unterstütze sie. Jetzt muss ich kurz schauen, dass der Boah mich noch mag, irgendwie. Ausgezeichnet Moral. Das sagt ja nichts also über ihn aus. Er ist der Wegfind. Ja, okay, nächstes Mal für Borcha. Borcha ist der Nette, also der Nette, der Wichtige. So, oh, jetzt kommt der König, sehr schön. Okay, weil es gerade noch spannend ist, mache ich ein bisschen länger. Da ist der König von den anderen. Von den Wägir. So, Burg Tilbaut einnehmen, komm schon. Das schafft ihr. Ich werde natürlich, wenn die dann reingehen, die Burg, also wenn die belagern, werde ich nicht dabei sein, weil sonst sind meine Verluste viel zu hoch. Weil ich ja nicht so gute Truppen habe noch.
Okay, Tabat hat genug vom Weg hier und ist dann zum Kanatgeri gegangen. Wie lange geht das? Eigentlich will ich ja den Part beenden jetzt. Jetzt, okay. Nehmt es ein, nehmt es ein, nehmt es ein. Wir müssen aufpassen, dass die Dinger nicht kommen. Die Krieger vom Vägir. Da ist ein Kopfgeldjäger. Ja, wir wurden von Tilbot entdeckt, ich weiß es. So, das sieht gut für uns aus, aber... Ah, da sind die Truppen. Oh, da kommt einer, aber mit... Der König kommt, ich hoffe, wir kriegen den König. Nein, der kommt zu mir. Wir haben Tilbot, sehr schön. Und was macht jetzt der dort? Kämpft mit dem König, nein, mit einem anderen. Okay, ich muss noch kurz schauen, wo der Ries ist. Hier. Dann machen wir nächstes Mal hier weiter. Folgen dem Ries weiter. Und ja, wird interessant die nächste Folge. Also, schaut wieder rein. Das heißt, Mountain Blade Warband mit dem Flois Mod. Dankeschön, tschüss.